Ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Half-Life Blue Shift. Wir waren zuletzt in der Xen-Anderswelt, haben ein Signal aktiviert, wodurch die Wissenschaftler behaupten, sie können die Zielposition des Teleports berechnen. Jetzt ist aber die Energie ausgefallen und wir machen uns ab in den Keller, wo der Energiegenerator ist, sodass wir eine Energiezelle hochbringen können. Machtkampf heißt dieser Abschnitt des Spiels. Und wahrscheinlich, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, ein Wortspiel, denn Power heißt natürlich auch Energie. Und das wäre dann sowas wie der Qual, die qualvolle Suche nach Energie oder so. Der hat uns tatsächlich einmal angespuckt, aber hier kriegen wir eine Rüstung. So, das Reservekühlungsbecken ist natürlich nicht erreichbar. Und wir haben hier auch wieder Militär. Diese komischen Roboter. So. Ist schon in Ordnung, ich kümmere mich. Diese Dinger, sie sind überall. Wir müssen hier raus. Reißen Sie sich zusammen. Wenn wir die Energiezelle nicht aufladen können, gehen wir alle aufs. Natürlich müssen wir noch zugucken, wie die zwei, die versucht haben, die Energiezelle aufzuladen, draufgehen, bevor wir wirklich selbst hier rein können. Okay, das geht nicht. Das geht nicht. Hier geht nichts. Ich gehe davon aus, dass das Spiel gerade darauf wartet, dass der Wissenschaftler stirbt. Das ist nur verdrüsiertes Personal. Hier komme ich nicht rein. Gehen wir nochmal. Fahren wir nochmal mit dem Aufzug nach unten. So, schauen wir mal hier. Da kommt jetzt das Militär durch. Wisst ihr was, Leute? Dann machen wir doch mal den hier. Wenn das Militär durch will, bereiten wir ihm einen gebührenden Empfang. Wenn das nicht hilft, nehmen wir die Schrotflinte mit Doppelschuss beim nächsten Versuch. Das war nicht schlecht, da war direkt ein Explosivding nebendran. Das heißt, die ersten Soldaten, die hier waren, sind schon mal Geschichte. So, mit der juckenden Nase geht es nun weiter. Und hier müssen wir wahrscheinlich gegen einen Panzer kämpfen, denn es gibt hier wieder die Raketen für den Raketenwerfer. Der wieder mal eine Rakete für eine Granate einfach so auf den Boden geworfen. So. Da ist der Status der Hilfsenergie, die ist niedrig. Die muss natürlich hoch sein, das ist wichtig. So, schon mal hier, dass wir nichts gebrauchen können. Soldat hier ist auch erledigt. Wobei Soldat, wie gesagt, es sind in dem Spiel jetzt alle Roboter, weil wir hier die deutsche Version spielen. Wir sehen hier überall, werden überall daran erinnert, dass die Hilfsenergie noch nicht wieder eingeschaltet ist. So,
So, der Zugangslift zu Ebene 2. Wir können hier erstmal unsere Energien aufladen. Aber das scheint alles schon aufgeladen zu sein. Ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Dann halt so. Also bitte. Das hier ist jetzt der Zug zurück. Okay, dann können wir wieder runterfahren. Und mal schauen. Das war nicht sonderlich klug. Ich würde sagen, wir nehmen eine Waffe, die, wenn wir auf die zugelaufen sind, etwas effektiver ist. Nämlich diese hier. Das war jetzt natürlich super herrlich. Ich habe genau nachgeladen, als der gekommen ist. Ich lade jetzt einfach erstmal nach. Speichere ab, denn der interessiert mich nicht. So. Genau, komm her. Wenn er nicht kommt. Ich habe gespeichert, wenn er jetzt kommen sollte. Sehr fein. Gut, das ist eine Stelle zum Laden. Ich habe da nur noch drei von. Dann machen wir das so. So, und dann hängt man natürlich in der Umgebung fest. So, aber hier ist noch, genau, hier können wir noch was trinken, das gibt Lebensenergie. So. Ich weiß, da oben muss noch irgendwo einer sein. Steht der seelenruhig am Send- und Empfangsgerät? Ich weiß nicht, dass hier noch einer ist. Der war nämlich dort und hat auf uns... Ah ja, hier sieht man auch den toten Wissenschaftler. So, jetzt läuft er wieder immer weiter. Die Tür wollten die gerade aufsprengen. So, bevor ich mich hier durchsprenge, kümmere ich mich erstmal um die und schaue, was man hier noch so findet. Da das Eier hier geht sich durch und das Kühlungsmittel ist mit Sicherheit nicht angenehm für die Gesundheit. Von daher gehe ich jetzt her und... Aha, hier haben sie also... Hier wurde das Kabel unterbrochen, dass wir hier nicht durch können. Okay, das heißt... Tatsächlich. Ich stelle mal die Metalltonne auf das Kabel in der Hoffnung, dass das die elektrische Verbindung wiederherstellt. Das sieht auch so aus und wir jetzt hergehen können und das hat funktioniert. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir uns jetzt für einen Kampf freigesprengt haben. Wenn hier jetzt Soldaten wären, wäre das ziemlich unlogisch, denn wir Soldaten haben selbst versucht, hier erst reinzukommen. So, ja, dass hier Aliens sind.
macht aber Sinn, zumal die sich eben gerade hier rein teleportiert haben. So, mal gucken, ob wir hier sieht, wo uns versteckt sind. Da ist ja noch einer. Das wäre jetzt gar nicht mal so nötig gewesen. Na egal. Dann laden wir eben die Waffe nochmal nach und speichern vor. Wir gucken dann weiter, was wir nicht. Okay, tatsächlich einmal nichts. Okay, hier ist kein Hebel dran. Und hier können wir die Kühlpumpe aktivieren. Tun wir das mal. Und pumpen damit das Kühlmittel ab. Klingt ja eigentlich logisch. Aber ich frage mich, was uns das jetzt gebracht hat. So, hier kriegen wir nochmal eine Nachladung an Munition und Schutzanzug. Ja, gerade hinsetzen und weiterspielen. So. Bei den Aufzügen habe ich mir übrigens angewöhnt, nie direkt an der Wand zu stehen. Das gab auch früher Probleme, immer wenn er genau in dem Moment dann geladen hat, kam es dann tatsächlich dazu, dass man in der Wand hängen geblieben ist, der Aufzug wollte weiterfahren und man hat durchgehend Schaden genommen. Aha. Okay, jetzt können wir deswegen hier hin, weil das Kühlbecken leer ist und können dann hier diese Leiter hoch. Okay, jetzt haben wir Tonnen mit Kühl... Ah, ich verstehe. Ich schmeiß die mal mit meinen Bärenkräften runter. Was ich machen muss, ist, ich muss mir mit diesen Tonnen hier einen Weg vorbereiten, dann das Becken wieder auffüllen. Und dann können wir auf die andere Seite. Okay, merke, sobald eine der Tonnen hier in diesem Dings drin ist, kommt sie nicht mehr raus. Das heißt, die Tonne hier. Die Tonne würde ich tatsächlich auch noch in den inneren Bereich schieben. Und zwar dorthin. Kann ich auch so machen. So. Geht das? Ja. Und dann haben wir hier noch eine der Tonnen. Hier ist noch ein Vortigaunt. Den kann man schon hören. So, und jetzt vorsichtig. So. Das sieht doch gut aus. Dann können wir jetzt wieder zurück und einmal ausprobieren, ob das stimmt. So. Einmal wieder nach oben, wieder die Pumpe betätigen und schauen, ob jetzt dadurch ein hüpfbarer Weg entsteht. Doch ziemlich herrlich aus. Sehr schön. Dann haben wir jetzt das Kühlmittel wieder da. Wir können hier rüber gehen und unseren neu geschaffenen Weg nutzen. Aber erstmal haben wir hier mit Gegnern zu kämpfen. Zu denen wissen wir schon, kriegen wir so ganz einfach platt. Für die reicht auch die hier. Mal eben alle Waffen nachladen.
Sehr schön. Dann können wir jetzt speichern und die Kisten, das Tonnengehüpfe machen. Das war jetzt nicht allzu schwer. Ich habe tatsächlich gedacht, dass das mir mehr Probleme macht. Daraufhin mal einen Schluck Wasser. So. Hinter dieser Tür warten also Rotegon auf uns. Kurzer Prozess. Sehr schön. So. Dann bin ich mal gespannt, gegen irgendwas haben die gekämpft. Das war mit Sicherheit wieder so einer. Hier könnte man nach unten, was aber eigentlich keine gute Idee ist. Diese Kisten kann ich auch nicht verschieben. Wie wäre es, wenn ich jetzt hier raufgehe und dann darauf? Das sieht schon besser aus. So, dann schauen wir mal, was uns hinter dieser Tür erwartet. Feuer, so wie es scheint. Schnell durch. Das ist das, was ich die ganze Zeit tun wollte. So, Bodyguard Alert. Ah ja. Wo ist es hin? Da. So. Und hier war der große, den wir mit zwei gezielten Schüssen ausgeschaltet haben. So, dann schauen wir mal weiter. Ich lasse mich von den Vortigons nicht abschießen. Und wir sind wieder hier oben bei dem Coolant Room. Diesmal von oben auf der anderen Seite. Und hier ist der Steuerungsraum. Hier ist auch noch so einer. Das haben wir gehört. Und ich habe mich verzählt. Nicht schlimm. So, wir haben hier zwei Einheiten. Die können wir getrennt aktivieren. Wir aktivieren mal Einheit 1. Und wir aktivieren mal Einheit 2. Fährt die Einheit runter in die Kühlflüssigkeit. Und wir hören, wie hier irgendwelche Dinge passieren. Und die Auxiliary Power ist an, die Hilfspower, Hilfsenergie ist auf High. Sehr schön, wir haben es geschafft, wir haben den Strom wieder angeschaltet. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt erwarte ich natürlich noch, kann ich hier eigentlich abkürzen? Hier einfach. Ja, ich kann abkürzen. Sehr schön. So. Sehr schön. Das hat also funktioniert. Dennoch erwarte ich jetzt immer noch heftigen Widerstand. Wahrscheinlich bin ich einfach da etwas vorgeprägt. Können wir hier runterfahren? Ah nein, wir können diesen Lift nach oben fahren. Ich bin gespannt, wo der uns jetzt hinführt, wenn wir jetzt hier oben lang gehen. Wahrscheinlich genau in den Raum, in den wir vorher nicht reingekommen sind. Das müsste mich der Wissenschaftler sagen. Ja, genau. So. Wir haben keinen HEV-Anzug, also können wir den nicht benutzen. Ich hatte gehofft, dass Sie kommen. Sie müssen diese Energiezelle aufladen und zurück zu Dr. Rosenberg bringen.
Ich würde ihnen ja helfen. Aber mich hat... Sie können die Energiezelle wahrscheinlich durch den Zaun in die Ladestation hinter mir schieben. Ich versuche mal, Platz zu machen. So. In die Ladestation, ja. Das wäre also dann so... so rein. So, und dann schalten wir mit Ladestation an. Da wird die Energiezelle geladen. Wobei ich mich frage, warum nicht einfach ein Kabel nach oben gelegt haben, sodass man keine Energiezelle braucht. Aber nun ist die Energiezelle geladen und wir können sie mit nach draußen nehmen. Und zwar ist hier der Energiezellen-Lieferlift, Lieferaufzug und da, das wurde schon gesagt, wir sollen sie in den Lastenaufzug tun und nach oben schicken. Und genau das tun wir jetzt auch. Einmal nach oben bitte. Da werden sie sich freuen. So, natürlich kommen wir auch schnell wieder zurück. Da werden sich die Wissenschaftler freuen, dass wir die Energiezelle geliefert haben. Wobei ich ja tatsächlich befürchte, dass jetzt gerade die Wissenschaftler tot sind. Und hier überall Militär ist und es ist alles konfiguriert. Wir killen das Militär und können dann weg oder irgend sowas. Würde mich nicht wundern bei diesem Spiel. Oh. Hallo, Sie haben es geschafft. Rosenberg, Sie leben noch. Wir haben begonnen, das Gerät mit der neuen Energiezelle zu bestücken, die Sie uns geschickt haben. Dieses Mal wird der Prozess etwas komplexer sein. Ich brauche deshalb Ihre Hilfe im Hauptraum. Los, Tempo, wir dürfen keine Zeit verlieren. Hier ist die Zelle angekommen und da ist sie auch schon reingesetzt worden. Im Hauptraum ist jetzt wahrscheinlich auch wieder so ein Wissenschaftler bewachen, bis... das Ding voll hochgefahren ist oder so. Alles klar. Ich bleibe hier unten, um die Systemlevels zu überwachen und den Ablauf zu steuern. Sie müssen in den Kontrollraum hinaufgehen und die Hauptenergie einschalten. Oh, okay. Wenn der Prozess angelaufen ist, müssen Sie außerdem immer, wenn das System aufgeladen ist, die Dämpfungsschleusen öffnen, um das Teleporterfeld zu öffnen. Keine Angst, Mr. Kalun. Der Prozess ist ziemlich einfach. Ich sage es Ihnen, wenn Sie etwas tun müssen. Ist der Zugang zum Kontrollraum da? Kann ich nicht rein. Nun, dann gehen wir doch mal hier hin. Also, das ist hier die Dämpferschleusen. Und hier ist der Hauptschalter. Ziemlich einfach. Main Power. Und sehr gut. Warten Sie, Kalum. Wenn das System initialisiert ist, dauert es einen Moment, bis sich die interpolierenden Resonanzspiralen ausgerichtet haben. Da wollen wir doch mal sehen. Scheint alles im grünen Bereich zu sein. Oh nein! Die primäre Kühleinheit ist gebrochen. Kalum, gehen Sie zu dem Ventil auf dem Laufsteg und lassen Sie Druck ab. Schnell, bevor sich das System überhitzt. Gut, jetzt immer weiter drehen, bis sich der Druck normalisiert hat. Nein, tatsächlich muss ich etwas tun, um... und werde dabei angegriffen. Das finde ich tatsächlich schöner. Das war knapp. Das System hat sich stabilisiert und die Hauptaggregate laden sich auf. Sobald die Hauptladungsanzeige voll zeigt, müssen Sie das Teleportationsfeld vom Kontrollraum aus öffnen. Das wäre dieser Knopf. Wir haben es fast geschafft. Das System ist vollgeladen. Drücken Sie den Schalter am Fenster des Kontrollraums. Da, das Feld ist offen. Gehen Sie jetzt, Walter. Walter wäre schon mal gerettet. Sehr gut, Kalum. Ich
beginne damit, das System für die nächste Teleportation zu laden. Da kommen die Soldaten. Ich gehe mal davon aus, sie kommen hierher. Gleich ist es soweit. Okay, wir haben wieder Vollladung. Öffnen Sie das Feldkanon. Sie müssen jetzt gehen, Simmons. Simmons wäre auch gerettet. Da ich davon ausgehe, dass sie ich gehe als Nächster. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Kalu. Ich habe das System so eingestellt, dass die Ladesequenz automatisch gestartet wird, sobald ich durch bin. Warten Sie nur, bis wieder volle Ladung erreicht ist und öffnen Sie dann das Feld wie vorhin. Ziel F9. Das ist Quick Load. Okay, alles bereit. Viel Glück, Mr. Kalu. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und hier kommen jetzt die Soldaten. Natürlich dann, wenn ich alleine bin. Wobei das ganz gut ist, dann können sie zumindest die Wissenschaftler nicht mehr kriegen. Die sind schon gerettet. Jetzt sind bei halber Ladung. So viel zu dem Thema. Und einmal das Feld aktivieren. Nachladen. Und rein in den Teleporter. Die waren mir jetzt egal. Da ist er! Kalun! Endlich sind sie da! Als sie nicht sofort durchgekommen sind, haben wir schon gedacht, dass... Oh nein! Hier stimmt was nicht. Simmons, sehen Sie sich Kalun an. Sein Körper scheint in einer Art Resonanzverschiebung zu sein. Das ist Xen. Da wollte ich nicht hin. Können wir Prima den Dingers holen zum Verhör? Warum? Problem könnte gleich hier entzornsfördernde Bioeinheiten seine Resilienz nicht mehr übrig sein. Die Szene kennen wir. Das war die Star Wars-Szene. Gott sei Dank, Sie haben es geschafft. Ich hatte schon... Ich habe eben nur auf Speichern gedrückt. Ich würde sagen, ich starte das Spiel einfach nochmal. Ich sehe jetzt nicht ein, hier die Folge zu beenden und dann in der nächsten Folge nur noch den Abspann zu haben oder so. Ich gehe davon aus, das ist das Ende vom Spiel. So. Da ist auch das Bild. Und dann laden wir eben... Einen Moment. In den Optionen ganz schnell noch diese Einstellung machen. So, da haben wir es doch. Also, wir werden nach Xen teleportiert. Kriegen die Star Wars, Star Wars Szene mit. Sprich, direkt danach wird Freeman in die Müllpresse geworfen und bricht daraus wieder aus. Und damit haben wir es geschafft. Ich hatte schon befürchtet, dass im letzten Moment eine Fehlfunktion aufgetreten wäre und sie in einen unendlichen harmonischen Reflux geraten wären. In dem Fall können Sie von Glück sagen, dass Sie jetzt hier sind. Naja, wir hatten alle Glück. Dank Ihnen konnten wir diese wahnwitzige Idee wirklich in die Tat umsetzen. Wir haben es geschafft, Mr. Kalun. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind frei. Status außer Reichweite, keine weiteren Kommentare. Ich sagte doch, dass das jetzt das Ende ist, obwohl ich das Spiel nicht kenne. Das war einfach zu offensichtlich.
Und ich wollte, wie gesagt, jetzt nicht nur für den Abspann eine eigene Folge aufnehmen. Außerdem war ja auch noch genug Zeit. Ja, und hier ist nochmal das Team von Gearbox Software, die das Spiel gemacht haben. Entschuldigung. Ich werde jetzt erstmal ein wenig Morrowind weiter aufnehmen, denn da laufen werden mir langsam die Folgen knapp. Tatsächlich nehme ich das also immer noch vor Weihnachten 2020 alles auf. Ich schaffe mir einen ziemlichen Vorsprung, was das angeht. Aber hier kommt nächste Woche dann Half-Life 2. Ja, das heißt, besonderer Dank geht an euch fürs Zugucken von meiner Seite aus. Aber natürlich Valve und Gearbox danken hier Brian Hess, John St. John, Chrissy Jr., Joe Kennebec und Kathy Levine. Oder Levin. Levine. Eli Luna, Harry S. Robbins, Rob Silito, Mike Zafiro. Steht leider nicht dabei, warum die ihnen danken, was da das Besondere ist. Die Blue Starbuck Studios, Captivation Digital Laboratories, natürlich Valve, Sierra und Sega of America. Ich wusste gar nicht, dass Sega darin beteiligt war. Sierra wissen wir schon vom nächsten Teil. Ende. Ja, das ist wie gesagt das Ende vom Spiel. Und damit auch das Ende von der Folge diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche fangen wir dann an mit einem Zeitsprung zu Half-Life 2. Ein Spiel, auf das man dann lang gewartet hatte. Denn diese Spiele kamen so um die 98 raus. Half-Life 1 kam 98 raus. Und Half-Life 2 dann viel, viel später. Mehr dazu dann eben in der nächsten Folge. Von daher sage ich jetzt einfach nur noch Ciao, miau.